Neue Vorwürfe gegen Alec Baldwin. Der Schauspieler hat eine Klage wegen Verleumdung am Hals. Die Vorwürfe haben nichts mit der Tragödie am Rastset zu tun, bei der Kamerafrau Helena Hutchins ums Leben kam. Vielmehr beziehen sie sich auf Vorfälle nach dem Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021. Die Familie eines verstorbenen US-Soldaten fordert von Baldwin 25 Millionen US-Dollar, etwa 24,9 Millionen Euro, Schadenersatz, wie die New York Post berichtet. Riley McCollum war einer von 13 US-Soldaten, die im August 2021 bei einem Anschlag in Kabul getötet wurden. Die Familie des Verstorbenen startete daraufhin eine Online-Spendenaktion, an der sich auch Alec Baldwin beteiligte, offenbar mit einem Scheck über 5.000 US-Dollar. Als McCollums Schwester Royce dann im Januar 2022 mehrere Fotos von Demonstranten in Washington D.C. in den sozialen Medien postete, knapp ein Jahr nach dem Sturm aufs Kapitol, kam es zum Eklat. Alec Baldwin ist erklärter Trump-Gegner und sah sich offenbar gezwungen, die Bilder zu kommentieren. Ihre Aktivitäten führten zur unrechtmäßigen Zerstörung von Regierungseigentum, zum Tod eines Vollzugsbeamten und zu einem Angriff auf die Bestätigung der Präsidentschaftswahlen. Danach soll Royce McCollum laut Klageschrift feindselige, aggressive und hasserfüllte Nachrichten von Baldwins Followern erhalten haben. Die Familie von Riley McCollum hatte schon im Januar 2022 eine ähnliche Klage in Wyoming eingereicht. Diese wies ein Bundesrichter aber ab, weil Baldwin in New York lebt. Der Anwalt des Schauspielers nahm im Interview mit CNN jetzt zu der erneuten Klage Stellung. Herr Baldwin hat Frau McCollum zu Ehren ihres Mannes mehrere tausend Dollar gespendet und jetzt verklagt sie ihn auf noch mehr, weil sie mit seiner politischen Meinung nicht einverstanden ist. Wir gehen davon aus, dass wir diesen Rechtsstreit gewinnen werden, wie schon beim letzten Mal.